Unser Vertrag existiert wohl schon länger. Den Dachboden können wir nicht. Also werden wir das Streitgespräch jetzt wohl belauschen. Das verstehe ich einfach nicht. Wie kannst du überhaupt darüber nachdenken? Warum würdest du alles, was wir haben, wegwerfen für irgendwelche Hirngespinste? Ich werfe nichts weg. Ich meine, hast du nicht auch irgendetwas, was du bereust? Natürlich, aber ich respektiere das, was ich durchlebt habe. Was wir durchlebt haben. Sag mir, was möchtest du ändern? Es gab so viele kleine Dinge, die hätten besser sein können. Besser? Und wenn du Sigmund anrufst, worum würdest du sie bitten? Ich weiß nicht, was ich dir darauf antworten kann, Fia. Dann hättest du zumindest versuchen können, dir eine gute Ausrede einfallen zu lassen. Findest du nicht? Denk dran, Colin ist unser Kunde. Alles andere ist unwichtig. Ich weiß. Okay, hier können wir nichts weiter entdecken. Dann gehen wir einmal zurück zum Memento. Auf dem Balkon. Wir bereiten es vor. Manchmal sind die Wege zur Erinnerung blockiert. Das heißt, wir können den und den nicht benutzen. So, das geht auch nicht. Okay. Wenn es klappt, hinterfrage ich es nicht. Memento aktivieren? Ja. War hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir sie haben musizieren hören, aber das glaube ich nicht. Ui. Moment mal, wir haben alles in der Welt. Das ist ein gigantischer Sprung. Kindheit? Haben wir gerade sein ganzes Leben übersprungen? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber wenn wir schon hier sind, versuch mal das Signal aus seiner letzten Erinnerung zu übertragen. Roger. Das klappt nicht. Nein, funktioniert nicht. Wir sind vielleicht bis an den Anfang gesprungen, aber die Mitte der Strecke ist noch nicht frei. Also, was jetzt? Stecken wir hier fest? Puh, keine Ahnung. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch umsehen. Notiz, Anomalie erhalten. Schauen wir uns natürlich an. Irgendetwas stört die Reise durch die Erinnerung. Schauen wir mal, ob wir hier noch etwas auf dem Dach haben. Nee, also gehen wir rein. Abgeschlossen. Ach ja, wir können hier ohne Probleme springen. Es war das Buch, das uns hierher an diesen Anfang katapultiert hat, oder? Wie zauberhaft und gleichermaßen nervig. Hey. Das Buch. Es wird nicht nass im Regen.
Ich schätze mal, das ist mehr als nur ein Bug. Okay. Und hier haben wir sein Kinderzimmer. Benötigt 5 Links zum Fortsetzen, okay. Ein Plüschhund mit einer roten Nase. Ist das ein Spielzeug-Corgi? Nein, Eva. Es ist ein Roodog. Was auch immer ein Roodog ist. Aber hier im Zimmer können wir nichts weiter machen. Hier haben wir ein Wohnzimmer mit einem alten Röhrenfernseher, eine Stereoanlage. Das ist die Küche. Halt die Ohren steif, Sohnemann. Das Essen ist im Kühlschrank, wie immer. Pass auf die Wohnung auf, ja? Mach ich. Es tut mir leid, dass wir schon wieder los müssen, Colin. Aber wenigstens durften wir dich heute sehen, bevor wir gehen. Das verstehe ich. Ihr müsst hart arbeiten, um uns über Wasser zu halten. Ganz genau. Momentan ist es nicht leicht, aber wir schaffen das. Und eines Tages wird alles besser sein. Dafür sorgen wir. Du solltest wieder mehr essen, du Lausebengel. Eine Weile lang sind die Brote ja schnell verschwunden. Ich dachte schon, du hast einen Wachstumsschub. Pass auf dich auf, Sohnemann. Tschüss, Dad. Jetzt sitzt er vom Fernseher. Gunst der Stunde nutzen, dass er alleine ist. Da lugt er mal raus. Aber wir gucken uns erst die Fernsehsituation an. Und jetzt zurück zu Roodog, der rotnasige Corgi. Hey, schau mal, du bist im Fernsehen. Sag was. An diese Sendung erinnere ich mich aber ganz anders. Notiz Roodog erhalten. Colin hat gerne Roodog, der rotnasige Corgi, geschaut. Okay. Und er nutzt das große Bett seiner Eltern, um darauf ein bisschen zu springen. Boing, boing. Komm schon, Roodog. Du darfst auch springen. Na, okay, ein bisschen springt Roodog gemein mit. Ein Link fehlt uns noch. Haben wir hier oben was vergessen? Kommen wir nicht durch. Mit dem Bad war nichts, oder? Außer die Tatsache, dass hier wieder keine Dusche ist. Dann gehen wir mal zurück in sein Zimmer. Ist der tot? Wenn er tot wäre, wie könnten wir dann Jahrzehnte später hier stehen? Vielleicht ist es sein Zwillingsbruder. Zu früh, Mann. Nun ja, ich schätze, es ist doch eine Weile her. Eine ganze Weile. Trotzdem ziemlich taktlos. Das ist der Bezug zu Tusemoon.
haben jetzt alle links, aber noch kein Memento. Aber wir können jetzt ja in sein Zimmer an den Schreibtisch. Das haben wir uns jetzt verdient. Hier baut er, glaube ich, gerade den Papierflieger, ja. Was zum... Ist das nicht schon die am weitesten zurückliegende Erinnerung? Ja, Moment mal, mir ist gerade was klar geworden. Vor ein paar Erinnerungen im Gästehaus von Siegmund. Oh nein, das musste ja kommen. Und der Boss meinte, er setzt seine besten Leute auf den Fall an. Das ist schon eine Ewigkeit her, Neil. Aber damit hat er gar nicht uns gemeint, oder? Denn ursprünglich sollte Colin behandelt werden von... Roxanne und Bob, verflixt nochmal. Ja, lass es einfach sein, Mann. So ein schön Dreck. Okay, komm wieder runter. Nein, ich bin die pure Wut. Was? Na! Kame? Hame? Unterbrich mich nicht. Hadouken! Wow, du hast dich gesteigert. Jetzt können uns zwei Unternehmen gleichzeitig verklagen. Ja, die Street Fighter Marke und Dragon Ball. Wobei er aussieht wie so ein Super Saiyajin. Tut mir leid, Eva. Ich kann dich einfach nicht in dem Glauben lassen, ich sei ein Langweiler geworden. Man könnte auch sagen, das hast du dir selbst zuzuschreiben. Nein, Neil, das kann man nun wirklich nicht sagen. So, und wieder können wir zwei Schienen nicht benutzen. Okay. Und weiter geht's. Okay, mal schauen, wo das hinführt. Da bin ich genauso gespannt. Wir sind wieder im Alter. Wow. Atlanta Center, Cactus 135, Cruising Flight Level 360. Okay, wäre dann 135 gewesen und nicht 135. Cactus 135, Atlanta Center, Roger. Altimeter Settings 3017, have a good flight. Altimeter 3015, thank you Cactus 135. Tja, uns kommt ein ordentlicher Rückenwind zu Hilfe. Sir, wo wir jetzt im Reiseflug sind, da wollte ich nur sagen, es ist mir eine Ehre, als Ihr Co-Pilot auf Ihrem letzten Flug dabei zu sein. Das ist vielleicht mein erster Flug als Co-Pilot, aber ich werde Sie nicht enttäuschen. Keine Sorge. Schon irgendwie poetisch. Sie reichen den Stab weiter und so. Aber eins sollten Sie wissen. Als mein Co-Pilot möchte ich stets nur zwei Dinge von Ihnen hören. Zwei Dinge, Sir? Yep. Und zwar, jawohl, Captain. Und Fahrwerk ausgefahren. Sehr witzig, Sir.
Was habe ich gerade gesagt? Jawohl, Captain. Ha, ich mache doch nur Witze. Ich musste nur daran denken, wie ich meinen ersten Flug als Co-Pilot bestritten habe. Mehr nicht. Junge, Junge. Mein Captain war nicht ganz richtig im Kopf. Jawohl, Captain. Sie wissen doch, dass das ein Witz war, oder? Jawohl, Captain. Okay. Hey, ich würde gerne meine Frau und meinen Sohn dazu holen, wenn es ihnen nichts ausmacht. Das ist schließlich mein letzter Flug. Diesen Ausblick werden sie nicht noch einmal zu sehen bekommen. Jawohl, Captain. Er hat den Witz nicht verstanden. Irene, würden Sie meine Familie hereinholen? Dankeschön. Die Flugsicherheitsbestimmungen früher waren doch noch vergleichsweise locker, was? Tja, die Zeiten ändern sich. Aber er kann sich an seinen Co-Piloten nicht mehr erinnern. Doch an die ganzen Passagiere nicht. Okay. Da ist Irene, die Flugbegleiterin. Und? Was meint ihr beiden? Eine letzte Runde? Sind deine Vorgesetzten einverstanden? Ist schon genehmigt. Von wegen, besonderer Anlass und so. Da hörst du es, Mom. Los, los. Okay. Ist aber ein sehr geräumiges Cockpit. Und? Wirst du diesen Augenblick vermissen? Diesen Ausblick. Entschuldigt. Aus den großen Vögeln? Sicher. Aber ich gebe ja nicht den Himmel auf. Oh, fang jetzt nicht an, diese kleinen Flugzeuge zu mieten. Mir ist nicht wohl dabei, wenn du die fliegst. Apropos, ich wünschte, sie hätten dir ein größeres Flugzeug für den letzten Flug deiner Laufbahn gegeben. Wie ein von diesen riesigen, doppelstöckigen Jumbos. Ha! Um dieses spezielle Flugzeug habe ich selbst gebeten. Hier drin hatte ich meinen ersten Flug mit der Airline. Das war eine andere Zeit damals. Eine Zeit massig Erdnüssen. Wie ich die vermisse. Weißt du, Dad? Du fliegst schon jahrelang. Und du hast mir nie erzählt, warum du überhaupt Pilot geworden bist. Oh, hab ich wohl nicht, hm? Psst. Sag's nicht deiner Mutter, aber ich wollte damit ein Mädchen beeindrucken. Ja? Hat es denn geklappt? Klar. Wohl schon. Oh, bitte. So wie sich dein Vater benommen hat, bezweifle ich, dass er vor mir überhaupt eine Freundin hatte. Was hast du dem entgegenzusetzen, Dad? Hey, hey, Fia. Jetzt fang nicht an, vor unserem Sohn Gerüchte in die Welt zu setzen. Nur, dass du es weißt. Ich war damals ein ziemlicher Draufgänger. Captain, darf ich Sie daran erinnern, dass der Flugschreiber eine Aufzeichnung von uns macht? Ach, danke für die Erinnerung. Nimm gleich mit in die Aufzeichnung auf, dass mein Bizeps der helle Wahnsinn ist. Nein? Nein, das ist er nun wirklich nicht. Oh, doch, doch. Als ich vorhin beim Takeoff an der Steuersäule gezogen habe, habe ich praktisch das gesamte Flugzeug vom Boden abgehoben. Nicht wahr, Peyton? Jawohl, Captain. Jetzt hat er wieder einen Namen. Interessant. Ach ja, na dann will ich euch mal eine Geschichte erzählen, wie ich einmal ein Glas Gurken... Okay... Für die Landung brauchen wir ein freies Cockpit. Bringt euch beide mal zurück zu euren Sitzen. Na dann ab mit euch. Kusch. Sir, wir landen erst in ein paar Stunden.
Ich weiß. Und Watts hat sich hier einfach mal auf dem Pilotensitz bereit gemacht. Und ignoriert uns. Macht doch keine Anstalten aufzustehen, okay. Müssen wir jetzt die restlichen Links finden. Dann bleibt mal sitzen. Also, kommst jetzt nicht mit. Nö, mir gefällt die Aussicht. Ich dachte, du hast Höhenangst. Nur, wenn ich nicht in einem Flugzeug bin. Warum schließt du nicht die Erinnerung ab? Und ich komme dann gleich nach. Meinst du das ernst? Es läuft doch in einer Endlosschleife. Ja, aber der Blick aus diesem Sitz heraus ist einfach absolut himmlisch. Ja, ich bemitleide dich und all die armen Seelen, die nicht sehen können, wie der Horizont den Himmel. Komm nicht so mit einem Kohl? Salat? So einem Salat. Danke für den angenehmen Flug, Sir. Auf Wiedersehen und einen guten Tag noch. Hallo, Kleiner. Einen guten Tag. So eine miese Landung. Ja, tut mir leid. Die war etwas hart. Ich bin schon besser gelandet. Der Wind war... Notiz bedauernd schlechte Landung erhalten. Ja, wir sammeln natürlich jetzt auch die Sachen, die er bedauert. Um sie besser zu machen. So eine positive Landung zum Beispiel wäre was. Wir steigen hier aus. Ein Link fehlt noch. Wo finden wir den? Pfeift immer noch. Aha. Oh. Auch ein Cellospieler, was? Komm, lass mich das für dich tragen. Danke sehr, Sir. Toll. Können Sie gut spielen? Ha, nicht wirklich. Meine Frau ist die wahre Musikerin in unserer Familie. Aber ein schönes Instrument. Als Kind habe ich es geliebt, darauf zu spielen. Notiz, Cello erhalten. Das Cello ist auch das Memento. Wie praktisch. Müssen wir ihn jetzt holen? Wir schauen mal nach. Oh, da bleibt er sitzen. Dann bleibt er sitzen, bevor wir das Memento öffnen.